Ehe für alle. Was sind die Auswirkungen auf deine persönliche Vorsorge? Hallo und herzlich willkommen. Da ist der Christian von easyinsure.ch. Schön bist du auch heute wieder dabei. Gefällt dir unser Kanal? Dann abonniere doch entsprechend mit dem Icon unseren Kanal und sei up to date rund ums Thema Versicherung, Steuern und Finanzen. Wie ihr alle wisst, wurde das Gesetz Ehe für alle. Im September haben wir darüber abgestimmt im 2021. Es ist jetzt per 1. Juli 2022 in Kraft getreten und hat auch diverse Änderungen, die hier entsprechend zusammengefasst werden, zur Folge. Ich fokussiere mich auf die wichtigsten Themen und vor allem ein bisschen mehr danach auf das Thema Sozialversicherung, gehe dort noch ein bisschen ausführlicher auf das Thema drauf ein. Möchte aber anfangen mit dem Thema eingetragener Partnerschaft, was natürlich zuzüglich von diesem Gesetz auch geändert wurde. Und zwar ist es so, dass man eingetragene Partnerschaften ab dem 1. Juli nicht mehr neu registrieren kann. Das heißt, bestehende bleiben gleich. Ist einfach so, wenn ihr heiraten möchtet, jetzt, was ja möglich ist, kann man das entsprechend mit einer Umwandlungserklärung tätigen. Punkt Nummer 2, der sich hierzu auch geändert hat, ist die Fortpflanzungsmedizin. Und zwar ist es jetzt natürlich erlaubt, dass für Samenspenden für verheiratete Frauenpaare möglich ist und zugleich natürlich aber auch, dass gleichgeschlechtliche Paare jetzt Kinder adoptieren können. Voilà. Thema Einbürgerung, dritter Punkt, ist natürlich jetzt auch gleichzusetzen, wenn gleichgeschlechtliche Paare heiraten, jemand ist aus dem Ausland, hat er entsprechend Einbürgerungserleichterung. Einfach bei der Heirat, bei der eigenen Partnerschaft zählt das nicht. Thema Güterstand, vierter Punkt, hat auch noch ein bisschen geändert. In der eingetragenen Partnerschaft ist die Gütertrennung, bei der Ehe ist die Errungenschaftsbeteiligung als Basis. Wenn ihr das ändern wollt, könnt ihr das, müsst einfach entsprechend einen Vertrag für das aufsetzen. So, gehen wir jetzt ins Thema Versicherung rein, Sozialversicherung. Ich fange hier an mit der AHV der ersten Säule. Und zwar geht es im Prinzip um das Todesfallszenario, sprich wenn Ehegatte oder eben Ehegattin, eine sogenannte Witwer für den Mann und Witwenrente erhalten sollte, gibt es hier einen wichtigen Unterschied. Und zwar fange ich an beim Mann, das ist der Witwer. Und zwar, der Witwer erhält nur so lange eine Rente ausbezahlt, wie sie für die minderjährigen Kinder unterhaltspflichtig sind. Die Witwen hingegen, also die Frauen, haben bis zum Zeitpunkt der Witwen minderjähriger oder volljährigen Kinder eine Rente zugut. Oder wenn sie zum Tode des Partners, also der Partnerin besser gesagt, das 45. Lebensjahr vollendet haben und mindestens 5 Jahre verheiratet haben. Der Anspruch der Witwer- und Witwenrente erlischt in der Schweiz generell mit der Wiederverheiratung oder dem Tod. Ich glaube, das ist klar geblieben grundsätzlich. Aber wichtig ist eigentlich für gleichgeschlechtliche Paare, Witwer, also Männer zusammen, hat sich nichts geändert in der AHV, das war bei Mann und Frau genau gleich, sind ein bisschen schlechter gestellt, wenn man es anschaut, als Witwen, wenn zwei Frauen zusammen gleichgeschlechtlich heiraten. Für Paare in der eingetragenen Partnerschaft gilt aber immer die Witwer-Rentenlösung, sprich die der Herren. Das ist ein wichtiger Punkt, wenn ihr also eine Vorsorgeanalyse macht, das zu berücksichtigen, weil das kann je nachdem große Auswirkungen haben. Beim UVG-Unfallversicherung muss ich ablesen, was ein bisschen komplexer ist. Hier sind die Ansprüche auch nicht ganz gleich, aber schon ein bisschen einfacher als bei der AHV. Und zwar ist es so, hat der überlebende Ehegatte Anspruch auf eine Rente, wenn er bei der Verwitwung eigene rentenberechtigte Kinder hat oder mit anderen durch den Tod des Ehegatten rentenberechtigt gewordene Kinder im gemeinsamen Haushalt lebt oder wenn er mindestens zu 2/3 invalid ist. Hinzu kommt aber dann noch, die Witwe hat zudem noch Anspruch auf eine Rente, wenn sie bei der Witwe Kinder hat, die nicht mehr rentenberechtigt sind oder wenn sie das 45. Altersjahr zurückgelegt hat.
Und bei der eigenen tragenden Partnerschaft zählt aber auch wieder die Witwer-Rentenlösung. Also auch hier nochmal ganz klar ein Unterschied beim UVG. Muss ich aber auch sagen, zählt natürlich auch nur, wenn Berufstätigkeit vorausgesetzt ist bei den Partner, Partnerinnen. Ansonsten tritt natürlich das UVG grundsätzlich nicht in Kraft. Das ist wichtig, wenn ihr das abklärt, dass ihr auch diesen Punkt berücksichtigt. Beim BVG grundsätzlich sollte die Behandlung bei Witwen und Witwer etwa gleich sein. Gleichgeschlechtliche Ehepaare sind im BVG hierzu eigentlich gleichgestellt grundsätzlich. Voilà. Wichtig ist vielleicht jetzt die Frage für die, die schon eingetragene Partnerschaft haben. Soll man das in eine Ehe umwandeln? Ja, nein. Ich denke, das hängt ein bisschen von euren individuellen Bedürfnissen und Zielen ab. Es gibt natürlich ganz klare Vorteile, Kindadoption als beispielsweise oder vereinfachte Einbürgerung kann ein Thema sein. Natürlich profitieren das gleichgeschlechtliche Partnerinnen, die gerne von einer Besserstellung in der AV und UVG. Also die Frauen sind hier ein bisschen im Vorteil, das muss man ganz klar fairheitshalber auch sagen, gegenüber der eigenen Partnerschaft. Also dort haben sie einen Mehrwert. Bei den Männern grundsätzlich ist das ein bisschen ein Fragezeichen, ob das jetzt wirklich dann Sinn macht. Aber es lohnt sich sicherlich mal noch, diese Szenarien durchzuziehen. Dann noch eine Frage, die aufgetaucht ist. Besteht eine Frist, bis zu welcher wir als eingetragene Partner, Partnerinnen die Ehe schließen müssen? Nein, gibt es nicht, denn der Artikel füllt aus, eingetragene Partnerinnen oder Partner können jederzeit gemeinsam vor jedem Zivilstandsbeamten erklären, dass sie ihre eingetragene Partnerschaft in eine Ehe umwandeln wollen. Also ihr seid unter keinem Druck. Macht hierzu vielleicht mal eine Vorsorgeanalyse, das ist vielleicht noch sehr sinnvoll grundsätzlich. Und es ist natürlich auch Zeit geworden, dass man hier mal gleichgeschlechtliche Paare grundsätzlich gleich behandelt. Aber wie ihr seht, AHV wie auch UVG haben wir immer noch den Gap zwischen Mann und Frau. Auch wenn jetzt alles gleichgeschlechtlich ist, grundsätzlich macht es auch keinen Unterschied. Fazit ist, wenn euch das Thema interessiert, bucht eine Vorsorgeanalyse bei uns beispielsweise. Dann können wir euch das mit euch zusammen anschauen und dann könnt ihr euch das auch in eure Planung einfließen lassen. So, in diesem Sinne, hat mich gefreut, hast du zugeschaut. Pass auf dich auf. Ich wünsche dir einen schönen Tag, sei easy in schon.ch. Bis zum nächsten Mal. Dein Versicherungsguide, Christian.